Ja, das Buch, das ich vorstellen will, ist von Alban Le Franc, heißt Angriffe. Und da sind drei fiktive Biografien drinnen. Und ich möchte aus der ersten Biografie vorlesen, die ist über Rainer Werner Fassbinder. In der Küchentür werfen zwei junge Männer lebhaft mit Worten um sich. Sie scheinen ihm keine Beachtung zu schenken. Rainer packt plötzlich der Drang nach zwischenmenschlicher Kommunikation, doch die Urlaute, die aus seiner Kehle kriechen, scheinen die beiden nicht im geringsten zu stören. Er soll seine Filme in 2 Wochen drehen, manchmal sogar weniger, und damit gibt er auch noch an. Jedenfalls ist das den Filmen anzusehen. Die Einstellungen sind grauenvoll hingepfuscht. An seiner Stelle würde ich auch versuchen, mich aufzuspielen. Alles derart überzeichnet, vor allem so vulgär. Rainer rückt näher, ganz nah an sie ran. Sein Gesicht liegt schon an ihrer Brust. Sie sind sehr groß. Unmöglich, auf diese Entfernung ihre Augen ausfindig zu machen oder wenigstens den Mund, aus dem ihre giftigen Wörter herausfallen. Und er, hier unten, ist sehr geschrumpft. Hoch hinauf, dorthin, wo sich ihre Ohren verschanzt haben könnten, schleudert Rainer sattere, schreckenerregende Urlaute, die unter normalen Bedingungen die Guerilla der Angst in die Flucht schlagen. Dort oben lässt er seine Hände in Kriegsgeschrei ausbrechen. Schrei gegen Angriffe auf dem Weg im Schnee am Abend. Der Schrei seiner schönsten Konterschläge aus der Zeit, als er noch sicher genug war, um seine Gegner herankommen zu lassen, ihren Schlag abzuwarten, dann zu blocken, zu antworten. Die Anzahl der Filmproduktionen bis zum Wahn steigern, auf 10 im Jahr. Sich derart der Kritik aussetzen, sich mit einer solchen Schamlosigkeit entblößen, dass selbst den gehässigsten Journalisten davor schwindelt. Er schleudert den beiden Riesen seine Schreie entgegen, brüllt sich die Lunge aus dem Leib, kein Ton dringt nach draußen. Das Gespräch der beiden jungen Männer hingegen vernimmt er klar und deutlich. 2 Wochen, 3 Wochen. Und für seine Kunstsklaven ist das ein Argument, das die miserable Qualität seiner Filme entschuldigen soll. Schlimmer noch, dass sein Genie beweisen soll. Kinder, seine Truppe besteht ja hauptsächlich aus armen Kindern, die er von der Straße aufgelesen und zur blinden Vergötterung seiner Arbeit erzogen hat. Wenn man die ausnimmt, die aus finanziellem Interesse hinter ihm stehen, Schauspieler, Techniker, alle, die bei ihm sehr viel Geld verdienen, ja, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Herr Fassbinder verdient sich dumm und dämlich. Immer schön den Fürsprecher der Witwen und Waisen geben, der Armen und Elenden, aber hinten herum Millionen verdienen. Wenn man die Schauspieler, die Techniker einmal ausnimmt und die Rasselbande, die ihm für Geld den Schwanz lutscht, dann, oder schlimmer, bleibt auch keiner mehr übrig. Und wenn er sich hier auf der Stelle ermordete? Bisher hat noch kein Filmregisseur einen Mord begangen. Waffenhändler hat es gegeben, Diebe, junge, dem Kindesalter kaum entwachsene Männer, echte wahnsinnige Betrüger. Viele Betrüger, aber keinen Mörder. Er wäre der Erste. Doch er würde einen beträchtlichen Zeitverlust nach sich ziehen, sich hier auf der Stelle zu ermorden. Und ihm bleiben nur noch 10 Tage. Sie auf der Stelle zu ermorden, das könnte ihn daran hindern, alles abzuschließen, das Glück anzufangen und abzuschließen. Sie hier auf der Stelle zu ermorden, das ist nur eine scheinbar gute Idee. Die beiden hier muss Kurt eingeschleust haben. Man kann nicht misstrauisch genug sein mit dem Gesindel, mit dem man sich umgibt. Salbe den Schelm, so sticht er dich. Steche den Schelm, so salbt er dich. Raab, dieser Drecksack, hat es wahrscheinlich für amüsant gehalten, ein paar Filmliebhaber der schlimmsten Sorte einzuladen. Ästheten, solche, die im Leben nicht einen einzigen Film drehen werden, aber meinen, das größte Werk Europas mit ihrer Galle besudeln zu dürfen. Er bahnt sich einen Weg zwischen den beiden Ästheten hindurch, die ihn immer noch nicht bemerkt haben, und flieht in die Küche. Wie viele Schläge kann die Kritik einem Künstler verpassen? Warum braucht er diese blutleeren, hirnsprießenden, keinen Widerstand duldenden Verrisse schließlich doch? Welche seltsame Kraft schöpft er aus ihnen, um weiterzumachen? Für seine erste Inszenierung 1967 hatte RWF sich Lyons und Lena von Büchner vorgenommen. Die Süddeutsche Zeitung hat die Truppe des Amphitheaters mit 3 Sätzen niedergemacht. Alle Kinder der Welt müssen Lyons und Lena von Georg Büchner gelesen haben. Sie sollten es nur nicht immer öffentlich tun. Dieses Stück ist zu schön. Ansonsten hatte die Presse vor allem RWF als Darsteller gelobt, der die schreckliche Angst vor Bühne und Publikum unter grenzenloser Aggressivität verbarg. Mit der Wut, die er für seinen ersten Film brauchte, hatte ihn jedoch nur der Artikel in der Süddeutschen anfüllen können. In der Küche herrscht Stille, aus einem unerfindlichen Grund. Direkt nebenan ist die Party im vollen Gange und die Disco-Musik müsste die Zimmer fluten. Wenn die Meute seiner Jünger ihm nicht den Gefallen getan hat, sang- und klanglos zu verschwinden. Wo ist er gewesen, bevor er die undefinierbare Masse in einem Fenster auf Englisch ansprach? I don't know, but I'll think about it.
Er muss auf der Party etwas mit einem Dealer genommen haben. Einer jener absurden Mischungen, die einen statt Ritzen zu öffnen, durch die man der Zeit entrinnt, in ein Gebiet aus Rundungen und Hüften katapultiert. In eine jener weiblichen Hautfalten, in denen keine Arbeit mehr möglich ist. Die Biografen sollen die Zahl von 8 Gramm Kokain pro Tag unter die Leute bringen. Das wird den Filmliebhabern gefallen. Seitdem die Ära des Pops eingeläutet wurde, liebt der Kulturkonsument heroischen Trash. Wenn ich lange genug suche, findet sich bestimmt in irgendeinem Garten meiner Kindheit ein Pfarrer, der mich unter den Äpfelbäumen ein bisschen Arsch gefickt hat. Ich habe viel gelitten. Ich habe sehr gelitten. Meine Kindheit, es fällt mir schwer, über meine Kindheit zu sprechen. Fassbinder. Ein Mann, der viel gelitten hat. Reinhards Gesicht hatte immer so was Melancholisches, erklärte in der Tageszeitung Le Monde, die Gattin des verstorbenen Ingrid Caven. Selbst im größten Freudentaumel lag stets ein Schleier der Trauer auf seinem Blick. Ich habe viel gelitten. In seinem letzten Film »Ich bin das Glück dieser Erde« kommt das große Leiden Fassbinders zum Ausdruck. Als ich bin das Glück der Erde gesehen habe, so Jeanne, 35, Studentin, verheiratet, 2 Kinder, wurde mir klar, dass Fassbinder im Grunde ein sehr unglücklicher Mensch war. Die Meute hat den Kühlschrank geplündert. Er hockt vor den leeren Fächern, das war vorauszusehen. In der Tür steht noch eine offene Flasche Champagner, aus der er trinkt, ohne sich zu erheben. Soll er sie gegen das Fenster schmeißen? Die Geste wäre nicht besonders schön. Nicht genug Abstand, nicht genug Kraft in den Armen, keine Lust, die Schenkel anzustrengen, um sich zurück nach oben zu den Menschen zu begeben. Vielleicht später, um das Sausen zu hören, den Aufprall, um das Glas bersten zu sehen. Später. Beunruhigender Glanz der schwarz-weißen Kacheln, Krankenhausatmosphäre, bruchstückhaft an den Schranktüren. Rapp muss jemanden angestellt haben, der diesen Raum geputzt hat. Er selbst hat ihn seit Monaten nicht mehr betreten. Ich habe viel gelitten. RWF ist ein Mann, der viel gelitten hat. RWF konnte dieses Leid überwinden, indem er Filme machte. Ich bin das Glück dieser Erde. Vielleicht habe ich die Gitterstege diesmal ein wenig zu weit auseinandergebogen. Ich habe einen riesigen Raum geöffnet, den ich vor Sonnenaufgang nicht mehr füllen kann. Wie weiter nach diesem Film? In den 10 Tagen, die mir bleiben, habe ich sicher noch Zeit, einen zweiten Film zu drehen. Noch bevor eine einzige Einstellung gedreht ist, habe ich das Stück schon geschnitten, schon verkauft. Noch bevor ich die Drehorte habe, sind die Kritiken bereits geschrieben. Verrisse, Lobeshymne, alles derselbe Schwachsinn. Die Titelseiten der Zeitschriften schon entworfen. Wer sagt, dass er den Film liebt, hat schon zu viel anderes geliebt, um mögen zu können. Und wer sagt, dass er ihm nicht gefällt, hat ebenfalls schon zu oft anderen Beifall gespendet, als dass sein Urteil ins Gewicht fallen könnte. Wie weiter nach dem Glück dieser Erde? In die Pressemappe muss noch eine Fotoserie. RWF beim Fußballspielen, RWF in seinem weißen Smoking, wie er Ingrid Caven ehrlicht, der erschöpfte RWF, der trotz allem Hannah Schigula meisterhaft durch eine Szene führt, der leidende RWF. RWF, der seine Leiden überwindet, indem er Filme macht. Wichtig ist, dass es nicht so wirkt, als wollte ich Ihnen die Artikel aufdiktieren. Sehr geehrte, unverzichtbare Dreckschweine, anbei finden Sie einige Vorschläge, mit denen Sie Ihre Schundblätter füllen können. Der Spiegel, Doppelpunkt. Ich bin das Glück dieser Erde, ist RWFs reichste Arbeit. Alle seine großen Themen sind darin vereint. Die Einsamkeit, die Unmöglichkeit zu lieben, die Unmöglichkeit nicht zu lieben, die radikale Kritik an Deutschland nach 45. Hier jedoch mit bisher unbekannter Beherrschung der Mittel, einer beeindruckenden Schauspielregie. Es heißt, Fassbinder sei erschöpft, in Drogen und Einsamkeit versunken. Man munkelt sogar, er sei an einer Überdosis gestorben. Doch die Süddeutsche Zeitung, Doppelpunkt. Doch bisweilen geht das Glück mit seiner sinnlosen Provokation zu weit. So findet der wiederholte, gewalttätige Analsex zwischen den Darstellern und die übertriebenen Grimassen, die sie dabei aufsetzen, keinerlei dramaturgische Rechtfertigung. Es scheint ganz so, als sei der Hans Wurst der Nation darüber enttäuscht, dass Querela nicht den erwünschten Skandal herbeigeführt hat und wolle nun etwas mehr. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mit neuen Mitteln und nachahmlichem Erfindungsreichtum fällt RWF bedauerlicherweise in eine Art prägenitale, infantile Sexualität zurück, die nahezu anrührend sein könnte, wenn, Frankfurter Rundschau, Doppelpunkt, man könnte meinen, RWF habe das Handtuch geworfen. Die Eleganz, an der man sich in Effie Briest noch erfreuen konnte, weicht im Glück dieser Erde einem Fäkalspektakel der übelsten Sorte. Vor allem der Verzicht auf jegliche Figurenpsychologie wird jeden vernunftbegabten Zuschauer verärgern. Zu zahlreich sind die Ungereimtheiten seiner Dramaturgie-Fragezeichen, um sie hier vollständig aufzuzählen. Die Figuren scheinen sich in willkürlichen Sprüngen zu entwickeln, von einer Sekunde zur anderen. Bild, Doppelpunkt. RWF wurde gestern in der Schaubühne gesehen. Wie schon die Amerikaner über Brando sagten,
Man kann die Lokomotive in Endstation Sehnsucht spielen. Der Mann ist von einer abstoßenden Hässlichkeit und alle, die sich in seine Filme wagen, werden darüber dasselbe denken. Wobei man ihnen eine gewisse unfreiwillige Komik nicht absprechen kann. The New York Times. In der letzten Arbeit des berühmtesten Deutschen nach Joseph Beuys offenbart sich das Genie eines Einzelgängers. Er betrachtet die Welt mit einem kompromisslosen Blick, einen Blick, der durch mehrere Wüsten hindurchgeht, bevor er zu den Dingen vordringt und ihre Oberfläche chirurgengleich mit einem Skalpell öffnet. Le Nouvel Observateur. Doppelpunkt. Ich bin das Glück dieser Erde, tritt das Problem der Sexualität unter den heutigen Jugendlichen deutlich zutage. Ein Arbeitsmarkt, der ihnen nur weniger Perspektiven bietet und dies in einem Land, das die große Hoffnung, die bei uns François Mitterrand eingekehrt ist, nicht kennt. Hier sind Verzweiflung und Resignation die einzigen. Nach ich bin das Glück dieser Erde. Wer wird den Nachruf in Le Monde schreiben? In den Cahiers du Cinéma? Truffaut? Godard? Was wird Godard zu meinem Tod sagen? Und meine Feinde? Wahrscheinlich feiern sie über meiner Leiche ein großes Fest der Versöhnung. Plötzlich werden sie alle meine Filme lieben, im Chor Lieder anstimmen. Meine Mutter wird einer Stiftung in meinem Namen vorsitzen, dafür sorgen, dass niemand aus irgendeinem meiner Werke ein wenig Freude oder Wissen schöpft. Wird alle Ausgänge blockieren, die Tantiemen kassieren und sie an Behindertenverbände oder die Polizeiweisen spenden. Und dennoch wäre meine Mutter in dieser Rolle noch das geringste Übel. Denn sie täte das alles wenigstens in dem Bewusstsein einer letzten Rache und hätte ein bisschen Spaß dabei, während mich die anderen im Glauben, mir treu zu sein, mit noch größerer Gewissheit verraten würden. Alban Lafranc, Angriffe.